Sonne und jetzt scheint sie mir genau ins Gesicht und ich habe natürlich keine Sonnenbrille dabei. Naja, aber man muss sich ja freuen, dass jetzt endlich die Sonne scheint und es nicht mehr regnet. Und mittlerweile legt übrigens Paul van Dyk auf, habt ihr vielleicht gerade eben schon mal gesehen, war ja schon mal eingeblendet. DJ und Producer hier aus Berlin und ja, also ich finde schon, dass er die Massen eigentlich ziemlich gut im Griff hat. Und weil es schön ist, schalten wir jetzt nochmal rüber zu Nadine und gucken, was sie so macht. Bis gleich. Nicht nur an der Goldesser, da vorne am großen Stern ist Partystimmung angesagt, sondern auch hier am Rand. Sven, du bist einer der Organisationen von dem, oder DJ von dem Wagen hier. Ja. Wie kam es dazu, dass ihr hier so ein bisschen rumfahrt, mit dem Partystimmung verbreitet? Das war relativ unerwartet. Der Sachsentag aus Dresden, der wurde gecancelt, weil das irgendwie mit den Finanzen nicht so geklappt hat. Wie so oft. Ja, wie so oft halt. Es kostet wohl eine Menge Kohle hier. Und da haben wir uns eine Woche vorher dann irgendwie entschlossen, okay, wir machen das hier. Und ja, da haben wir uns diesen Truck gemietet und eine Anlage von einem Freund geborgt und ja, ein bisschen Spaß jetzt hier. Wie viele DJs sind am Start bei euch? Bitte? Wie viele DJs am Start bei euch sind? 3 oder 4 DJs sind bei uns am Start. Token, Picasso, Roberto, ja, ich glaube, ja, und Steffi noch. Ja. Okay, ihr fahrt in der Stadt dann nachher noch rum oder bleibt ihr nur hier bis zur Last Parade bis zum Ende und macht dann Party? Nein, mich hat so ein netter Berliner hier angesprochen, ob wir nicht 23 Uhr dann zu so einer, ja, was ich, so ein Platz da, ich muss noch mal schauen, wo das ist, kommen wollen und damit auflegen. Das ist so eine Open Air dann, ja, wird cool. Okay, also ihr seht, ganz spontan, total locker. So ist die Last Parade hier in Berlin. Wir geben erst ab zu euch und feiern noch ein bisschen weiter. Bis gleich. Danke, Nadine. Schöne Grüße auch an dich, mal von hier, von meinem wunderschönen Platz hier. Ich habe ja echt eine super Aussicht. Also ich kann echt nicht meckern dieses Jahr. Wirklich. Boah, ich weiß gar nicht, was jetzt ist, aber irgendwie, hört ihr das? Schreien irgendwie alle irgendwas. Naja, wie dem auch sei, wir geben jetzt nochmal für euch weiter an all die Kameras, die hier verteilt sind und zeigen euch noch ein paar Impressionen von der Love Parade. Bis später. We'll be right back.
We'll be right back.